Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettler und Köps. Ja, ich stehe hier an der Weißen Elster an der Brücke und bin unterwegs zum Feld. Wie gestern gesagt, fahren wir jetzt zum Feld hin und werden den Rest düngen und dann zum Hof zurückfahren. Und dort die Zeit zu erbrücken, die wir brauchen, wie packen wir das Getreide, was hier wächst, weil wir haben jetzt auf 1 und wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt auf 3 oder 4 oder 8 laufen lassen würden. Würde ja an der Tatsache nichts ändern, weil Baum, wir müssen ja die Zeit überspringen. Das heißt, das Getreide muss ein bisschen wachsen, das Sommergetreide, und das braucht halt die Zeit. So, da ist halt Lohne, unsere Felder sind links, dann fahren wir hier lang, das geht hoch, das große Feld wird noch gedüngt werden, ne? Das, also der Rest, hier alles der Rest. Mal schauen. Also hier haben wir so einen Feldweg genommen letztes Mal, aber hier werden wir jetzt über die Wiese fahren. Also hier am Ende müssen wir ran. So. Hier preschen mal links rüber. Da vorne kommt der. Ah, da kommt von vorne einer. Hat er mich gesehen? Also macht auch nichts, ne? So. Hey. Hier irgendwo bei der Spur. Ich wollte hier das vorne schon normal düngen, weil dabei allgemein zu wenig, und hier ist auch alles nicht blass. Ich kenne das nicht so blass aus. Dann nochmal ganz kurz unseren Heini aktivieren, ne, unseren Assistenten, und der lenken kann. Das ist die Spur, die wir zuletzt gemacht haben. Nicht ganz fertig, aber ich wollte hier nochmal, also die zweite Bahn nochmal nachgehen, weil das war echt zu wenig Dünger allgemein. Und vorne rein hat er bei der Aussaat was vergessen gehabt. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt das hinkriegen. So, Gas gehen und Dünger anschalten. Ja, läuft. Dann müssen wir machen. Und dann werden wir gleich, das normal düngen, ist egal. Und hier ist ziemlich nass. Das ist nicht so gut. Ja, das Düngen ist halt eine Aufgabe, die gemacht werden muss. Anfangs ist ja hier wirklich wie bei der LS stressfrei in Anführungszeichen, weil man hat nicht so viel zu tun. Ne? Zum einen, wenn man das Geld nicht hat, zum alles zu kaufen. Zum anderen muss man erstmal Geld verdienen, damit wir überhaupt wachsen können. Ne? Also mit Rindern wollte ich erst anfangen, wenn wir wirklich das Futter für haben. Das heißt, dass wir einmal kräftig Silage herstellen können. Zumindest mit einem Radader füttern, ne? Das muss ja auch gekauft werden. Also dieses Vorsatz zum, damit wir überhaupt was reinbringen können. Ja, dann brauchen wir für Mais brauchen wir einen Häcksler. Zumindest brauchen wir dafür so ein Ausgleichsgeld und habe ich abgehängt, ne? Das sollte sein. Und, was viel wichtiger ist, wir brauchen auch die Saateinheit dafür. Kostet alles Geld. Das habe ich aktuell nicht. Und dann müssen wir die Rinder noch kaufen. Das ist aktuell nicht möglich. So, hier fahren wir ein Stückchen rein. Wir müssen hier nicht alles düngen. Das ist normal. Ungefähr in der Mitte. Und dann geht es zum Hof. Vielleicht nochmal ein Rad nochmal, und dann sehe ich dann, da kann man so was gemacht werden. Wir fahren mal zu. Da wollen wir das Beste rausholen hier, ne? Ja, hier ist das ein bisschen umfangreicher wie in LS. Aber ich denke mal, das kommt da auch. Und das wird hier, glaube ich, dann zum Problem. Denn wir sind ja schon ein bisschen weiter von der Entwicklung her, ne? Und ich denke mal, nächstes Jahr kommt ein neues LS raus. Dieses Jahr. In dem Fall dieses Jahr. Ne, bei mir noch nächstes Jahr. Und dann wird es doch da wieder kräftig Leute anziehen. Ne? Ist halt so. Und wenn Kettle und Kopf
alle zwei, drei Jahre müsste da eine Erweiterung bekommen, eine deutliche, ne? Update ist gut und schön. Durch DLC, aber das ist nicht so interessant, wie als wenn man jetzt theoretisch. So, hier ist ein bisschen. Könnte man jetzt die Arbeitsbreite reduzieren. Gehen wir kurz ins Menü. Ist hier ein bisschen schwer zu treffen hier mit der Maus. Muss ja hier die Arbeitsbreite von 42 reduzieren, weil du nur ganz links was machen und nicht alles. Also ohne GPS und ganz klein, 1 von der 18, 12. 12 ist gleich die Breite, okay. Die Menge lassen wir so. Und das verändert jetzt auch nicht an die Liedstellung, das ist jetzt egal, das können wir ausmachen theoretisch. Bremse, sonst fährt er weiter. Okay, das können wir deaktivieren, sonst fährt er ganz woanders hin. Und das würde auch dann stören, kann man sagen. Denn das muss ja hier, der Streifen, kann man ja sehen, ungefähr an der. Das kann man hier ungefähr sehen, an der Kante. Da den Bereich nach drüben. Er drückt eh ein bisschen breiter, aber das Meter sind noch ein bisschen breiter. Aber wie gesagt, da muss noch was drauf. Die Felder haben nicht die Form, dass man sagen kann, okay, sie können jetzt alles 100% optimal arbeiten. Das ist an dem Fall nicht möglich. Ist halt so, ne? So, das dürfte jetzt genügen. Komm mal runter. Jetzt können wir zum Hof fahren. So. Die Felder sind aber da, wo ich früher noch nie war, mehr oder weniger. Mal schauen. Jetzt fahren wir zur Straße. Die Hauptstraße. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Irgendwo muss da. Ach, oben rechts. Gut. Hab schon gefunden, an den Windrädern und den drei die Richtung und dann her rechts und nach und nach hier zurechtfinden kann, ne? Immer nach ein paar Jahren hier im Spiel sind, ah, Häschen ist auch wieder da. Ne, du. Hat es überlebt? Ich hoffe es. Gut, hier sterben die Tiere ja nicht, das Gute. Aber ich habe gemerkt, der KI-Fahrer, der bremst. Ne? Bei den Haustieren wenigstens, ne? So, da sind wir angekommen. Also wenn wir das Gerät wieder in den Schuppen reinfahren, in der Halle, rückwärts. Damit der Dünger im Trockenen bleibt. Und das wäre nämlich ganz schlecht, wenn er nass wird. So. Unser zweiter oder großer. Ja, von der Ernte verkaufen müssen wir das andere Gerät kaufen, ne? Flug, Scheibenecke. Jetzt kommt gleich mal ein bisschen weiter weg. Der Hund hat sich festgerannt. Der hat böse Geräusche, wenn er hier gegenfährt. So, Motor ausmachen. So. Hund, was machst du da? Ja, mal gucken, was der Hund macht hier. Da hat sich hier festgelaufen. Ja gut. Beim nächsten Mal laden wird es sicherlich woanders sein. Ja, jetzt haben wir ja, Ende Mai nochmal 14 Tage schlafen. Wir gehen mal in die Eier, um die Zeit zu überbrücken, ne?
Unser Bettchen ist hier unten. Unser Rechner für LS, ne? Oder so, 10 Stunden, wird so nichts. 14 Tage. Ne, nicht 40. 14. Ja, 15 oder 14. Ja, so früh um 9:30 ist ein guter Zeitpunkt, ne? Guten Bauer wird früher aufstehen, ne? Ich schlafe mal die 10 Tage, die 14. Entschuldigung. Der Regen ist gut, den brauchen wir auch. Das dürfte jetzt vorbei sein. Nee, abbrechen. Haben wir schon mal gemacht. Wollte ich nur ein paar Stunden schlafen und habe gleich noch 14 Tage draufgelegt und 21 Tage. So, der Regen ist vorbei. Aber der Geräusch nicht. Das Geräusch. Tja. Dann geht's zum Feld, ne? Ich guck mal kurz rein im Menü, wie es aussieht. Besitz. Also wir haben, für uns fehlt viel Kalium. Phosphor ist gut, Kalium ist ganz schlecht. Dann düngen wir jetzt nochmal diese 15-15, dann dürften wir hier angekommen sein. Und dann muss beim nächsten Mal auch Kalium nachgeholt werden. Das werden wir gleich mal machen, und zwar erstmal die 15-15 verarbeiten. Dazu werden wir die hintere Mission, die hintere Funktion ein bisschen reduzieren, dass wir ausreichend sind. Ja. Wir kaufen Dünger nach, das nutzt auch nichts. So. Das reicht sowieso nicht sonst. So. C. Ah ja, hier Maus. Starten. Tank gefüllt, ja. Dann muss ich kurz überlegen. Kaufe ich doch noch Dünger nach und dann ein normal, nur Kalium. Wäre nicht so. Aber hat bis jetzt gerade so gereicht, ne? Ich muss mal sehen, das verarbeiten. Das muss man sich einstellen. Aber das ist schwierig zu machen, ne? Wir fahren den Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Wohnen zurecht. So, auf zum Waschen. zum Feld. Schauen wir gleich mal an, wie es aussieht. Schön gewachsen ist. Mit Pech haben wir auch schon zu weit gewachsen. So, mal ein bisschen drauf. Das ist ja der Händler, glaube ich, ne? So, die Windmühlen waren gewesen. Die Windmühlen sind rechts hinter mir. Wo sind die? Die Windräder. Die müssen anders fahren. Wir wollen schon Felder, das ist ein Händler. Ne? Den Händler haben wir einprogrammiert. Können wir gut lassen, das nächste Mal gleich. Haben wir runter. Die Fälle sind geradeaus. Eigentlich. Drei. Erinnern sich. Ja, jetzt haben wir Juni, ne? 8. Juni. Wahnsinn. Zeit vergeht. Ja, Zeit geht jetzt sehr schnell, ne? Auch hier im Spiel. Gute Show, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, kurz, aber wir können gleich dann in der nächsten Folge mit Düngen beginnen. Dann mal tschüss, ciao. Ja, hoffen wir, dass wir hier was schaffen, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Oh, schön gewachsen. Und Ende.